Hallo, mein Name ist Regina und ich heiße dich herzlich willkommen. Ich zeige dir heute Optionen im Sonnengruß. Falls du Bewegungseinschränkungen hast oder Verletzungen oder vielleicht auch übergewichtig bist, zeige ich dir heute, wie du im Sonnengruß trotzdem einen schönen Übungsablauf durchführen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir starten am Anfang deiner Matte. Stell deine Beine schön hüftbreit auf, deine Fußspitzen zeigen nach vorne. Du kannst deine Beine jetzt ganz leicht anwinkeln und dein Becken leicht nach vorne schieben. Zieh deinen Bauchnabel nach innen oben, sodass du fest in deiner Körpermitte bist. Öffne deinen Brustkorb und kreise noch einmal deine Schultern weit zurück. Lass deine Schultern ganz bequem nach unten hängen und atme hier erstmal tief durch deine Nase ein. Versuche durch deine Nase eine warme Luft wieder auszuatmen und spüre dabei, wie dein Brustkorb sich hebt beim Einatmen und wieder zusammen nach innen sinkt beim Ausatmen. Noch einmal tief einatmen in deine Rippenbögen und ein warmes Ausatmen durch die Nase. Hebe jetzt deine Arme über die Seite, ganz lang gestreckt nach oben. Schließe deine Handflächen oder lasse sie als Option einfach geöffnet. Deine Schultern ziehst du weg von deinen Ohren und dein Brustkorb bleibt immer noch ganz stolz. Dein Bauchnabel immer noch leicht nach innen gezogen. Du atmest hier noch einmal in deine Länge ein. Mit dem Ausatmen bringst du deine Hände jetzt auf deine Oberschenkel und gehst mit deinem Gesäß leicht tief nach unten. Komm in einen runden Rücken, um erst einmal deine Wirbelsäule zu mobilisieren und strecke deinen Rücken wieder lang. Mache dich noch einmal ganz rund im Rücken, schiebe deine Wirbelsäule nach oben und strecke dich wieder lang in deinem Rücken. Und noch einmal ausatmen, in den Rundrücken, zieh dein Kinn zum Dekolleté, einatmen, streck dich lang, Schultern weg von den Ohren. Eine letzte Wiederholung in den runden Rücken. Und noch einmal lang strecken. Komm von hier aus wieder nach oben mit einer festen Körpermitte. Atme ein, wenn du möchtest, Handflächen schließen, ansonsten geöffnet lassen. Atme noch einmal tief ein in diese Länge und mit dem Ausatmen bringst du deine Handflächen auf die Oberschenkel. Komme jetzt mit deinem Po etwas tiefer, bis du deine Handflächen auf den Boden aufstützen kannst. Versuche entweder mit deinen Fingerspitzen aufzustellen oder wenn es geht, sogar deine ganzen Handflächen. Wenn du auf die Fingerspitzen aufgestützt bist, schiebe dein rechtes Bein zurück, bis du dein Knie nach hinten ablegen kannst. Jetzt ist es auch einfacher, deine Hände abzulegen. Nimm das andere Bein dazu und komme hier im Vierfüßlerstand an. Stelle deine Füße hinten auf und schiebe deinen Po jetzt nach oben. Deine Beine sind immer noch leicht gebeugt und du versuchst den Po noch etwas weiter nach oben zu schieben. Wir bringen jetzt erstmal ein bisschen Bewegung in deine Beine hinein. Im Wechsel streckst du und beugst du deine Beine. Atme immer noch durch deine Nase ein und durch deine Nase wieder aus. Zieh jetzt beide Fersen schön tief nach unten und behalte immer noch deine Beine gebeugt. Versuche deinen Po noch etwas weiter nach oben zu schieben und deinen Oberkörper zu deinen Beinen heran. Löse gleich wieder auf, bring den Oberkörper leicht nach vorne und setze sanft deine Knie nach unten ab. Deine Füße kannst du jetzt hier ablegen, deine Arme gerne auch etwas weiter öffnen. Komme jetzt mit deinem Oberkörper nach unten Richtung Boden und schiebe dich nach oben wieder weg. Wenn du das Gefühl hast, du kannst etwas mehr Gewicht auf deine Arme legen, komme mit deinen Knien leicht zurück und schiebe dein Becken etwas weiter nach vorn. Komme jetzt langsam über deine Arme wie in einer Liegestütze nach unten und lege deinen Körper komplett ab. Deine Füße abgelegt, deine Hände wieder nach innen schließen. Öffne jetzt deinen Brustkorb nach oben, indem du einatmest, schiebst dein Becken in den Boden hinein, kreist deine Schultern weit zurück und mit dem Ausatmen rollst du dich langsam nach unten wieder ab. Komme noch einmal in die Öffnung, mit dem Einatmen Schultern nach hinten kreisen und ausatmen wieder tief.
Versuche dich jetzt über deine Arme nach oben wegzuschieben. Wenn du das Gefühl hast, es ist noch etwas zu schwer oder du bist eingeschränkt, dann komme auf deine Unterarme, hebe dein Becken an, schiebe deinen Po erst nach oben und setze dann deine Arme unter deine Schultern ab. Stelle deine Füße wieder auf und schieb dich über deine Kindeshaltung wieder in den herabschauenden Hund. Gerne wieder mit angewinkelten Beinen. Kommst du jetzt nach vorne gelaufen, langsam Schritt für Schritt zu deinen Händen. Wenn es hier nicht mehr geht und deine Finger vom Boden sich lösen, dann kannst du hier auch anheben, deine Hände auf die Oberschenkel bringen und dann ein Stück nach vorne kommen. Gut, wir versuchen das Ganze nochmal etwas fließender. Atme tief ein, strecke deine Arme nach oben. Mit dem Ausatmen deine Hände auf die Oberschenkel, bringe sie nach unten zum Boden. Steige mit dem rechten Bein zurück, lege dein Knie ab, steige mit dem linken Bein zurück. Wenn du das Gefühl hast, du kannst etwas weiter zurückgehen, schiebe wieder dein Becken nach vorne. Öffne deine Arme etwas breiter und komme wie in einer Liegestütz langsam tief. Lege deinen Oberkörper ab, bringe deine Arme wieder unter deine Schulterblätter. Deine Füße sind abgelegt. Öffne dich hier im Brustkorb, tief einatmen, Schultern nach hinten zurückreißen und mit dem Ausatmen kommst du wieder tief. Entweder auf deine Unterarme oder du schiebst dich direkt mit deinen Handflächen weg. Stütz dich wieder auf mit beiden Händen. Deine Füße sind aufgestellt und du schiebst dich mit dem Po wieder nach oben in den herabschauenden Hund. Versuche jetzt, beide Fersen noch einmal tief nach unten zu ziehen mit angewinkelten Beinen. Oder wenn du schon ein kleines bisschen weitergehen willst, kannst du auch gerne versuchen, deine Beine zu strecken. Schiebe den Po noch einmal nach oben und deinen Oberkörper zu deinen Beinen heran. Löse hier wieder und setze jetzt deinen rechten Fuß wieder nach vorne, entweder zwischen deine Handflächen oder als Option nach außen. Wenn der Fuß nicht gleich nach vorne kommen möchte, dann kannst du ihn auch hier mit deiner Hand gerne etwas unterstützen und nach vorne abstellen. Deine Beine dürfen auch gerne etwas weiter als mattenbreit sein. Und dann kannst du sie wieder nach innen schließen, um wieder auf eine Hüftbreite zu kommen. Atme wieder ein, hebe deinen Oberkörper nach oben an mit einem langen Rücken und mit dem Ausatmen die Hände vor den Brustkorb. Wir gehen noch einen kleinen Schritt weiter. Atme tief ein, strecke deine Arme, schiebe jetzt dein Becken nach vorne und deine Arme nach hinten zurück. Komme in einer richtigen Länge nach vorne. Option, einfach die Hände auf die Oberschenkel ablegen und bringe deine Hände wieder tief. Setze jetzt dein linkes Bein nach hinten ab, lege dein Knie ab. Stütze dich am Oberschenkel ab und komme aufrecht nach oben. Hier ist es jetzt wichtig, dass dein Knie direkt unter deinem Fußgelenk steht. Und auch hinten versuchst du, eine leichte Dehnung zu spüren, indem du dein Becken noch etwas weiter nach vorne schiebst. Das Becken schiebt vor und trotzdem zieht dein Bauchnabel wieder nach innen oben. Du richtest dich auf und kannst hier jetzt wunderbar in einer Option von Krieger 1 deine Arme nach oben strecken. Finger auseinander, deine Schultern wieder tief weg von deinen Ohren ziehen und nimm hier einen kräftigen Atemzug. Atme tief ein und mit dem Ausatmen bringst du deine Arme wieder nach unten tief. Setze jetzt auch das rechte Bein wieder nach hinten zurück. Öffne entweder deine Arme etwas weiter oder lass sie auch schulterbreit geöffnet, wenn es geht. Das Becken nach vorne schieben und über die Arme langsam tief kommen. Lege den Oberkörper ab, lege deine Füße ab. Atme ein, reise deine Schulterblätter zurück, hebe deinen Oberkörper, atme aus, löse wieder. Entweder über die Unterarme oder direkt über den Druck deiner Hände zurück in den Vierfüßlerstand, über deine Kindeshaltung, Füße wieder aufstellen, in den herabschauenden Hund zurück. Sehr gut, okay, beweg hier nochmal deine Beine im Wechsel mit Strecken und Beugen und schiebe nochmal deine Fersen schön tief nach unten, damit du hier eine leichte Dehnung in den Oberschenkelrückseiten spüren kannst. Dann lass deine Beine wieder leicht gebeugt und setze nun das rechte Bein nach außen. Wenn es für dich geht,
gerne auch nach innen. Probier einfach beides aus, was für dich machbar ist. Setze den anderen Fuß dazu. Wenn du deine Füße außen hast, dann schließe einfach wieder nach innen. Deine Arme kommen entweder direkt über die Seite hoch oder du stützt dich an deinen Oberschenkeln ab, kommst nach oben und atmest dann hier noch vollkommen ein. Ausatmen, deine Hände wieder zur Mitte zurück. Noch einmal tief einatmen, in die Länge, schieb dein Becken nach vorn, die Arme zurück. Einatmen, werde lang oder stütz dich auf den Oberschenkeln ab. Komme tief mit den Fingerspitzen zum Boden. Setze noch einmal dein rechtes Bein nach hinten zurück. Bleibe hier und schaue, dass jetzt wieder dein Fußgelenk direkt unter deinem Knie ist. Hinten gehst du wieder in eine leichte Dehnung hinein und schiebst dein Becken tief. Stütze dich an deinem Oberschenkel ab und richte gleichzeitig das Becken wieder nach vorne auf. Zieh deinen Bauchnabel schön nach innen ein, dass du aufrecht werden kannst. Löse deine Arme gestreckt nach oben, tief einatmen, Schultern weg von deinen Ohren und mit dem Ausatmen wieder schulterbreit nach unten abstellen. Hilf entweder deinem Bein, es nach hinten abzusetzen oder versuche es aus eigener Kraft wieder zurückzubringen. Die Arme wieder etwas breiter oder schulterbreit, das Becken nach vorne oder du bleibst hier in deinem Vierfüßlerstand. Komme nach unten, mit dem Oberkörper wieder komplett ablegen, Arme wieder nach innen setzen, schulterbreit, Füße sind abgelegt. Hebe deinen Oberkörper, kreise deine Schultern zurück mit dem Einatmen, Ausatmen wieder lösen. Schiebe dich noch einmal weg, über die Unterarme oder direkt über deine Handflächen, zurück in die Kindeshaltung. Ausatmen. Mit dem Einatmen die Füße wieder aufstellen, schieb den Po nochmal nach oben und versuche deine Fersen nochmal schön tief zu ziehen. Entweder mit angewinkelten Beinen oder du versuchst auch hier nochmal etwas mehr in die Streckung zu gehen. Wir lösen wieder auf, setze nun dein rechtes Bein wieder nach vorne, außen oder innen, das andere Bein dazu. Stütze dich an den Oberschenkeln ab oder bleibe hier unten und schließe deine Beine nach innen wieder zurück. Komme nach oben mit dem Einatmen und mit dem Ausatmen die Hände wieder vor den Brustkorb. Das waren die Sonnengruß-Variationen für besondere Einschränkungen, Übergewicht oder wenn du gerade noch am Anfang bist und noch etwas unbeweglich bist. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Bis zum nächsten Mal.